Dritter Erfolgsfaktor, setze verfügbare Technologien bewusst ein. Was ich jetzt hier versucht habe darzustellen, sind unterschiedliche Aufgabentypen in den Kästen. Es geht los bei Generieren. Informationen werden generiert, brainstormen. Über Entscheiden, Konsens erzielen, hin zu verhandeln, zum Beispiel in einer Konfliktsituation, bis hin zu, Klammer auf, physisches, Klammer zu, produzieren. Und je weiter rechts wir sind bei diesen Aufgabentypen, desto reichhaltiger muss das Medium sein, das ich für die Zusammenarbeit wähle, beziehungsweise desto eher nimmt Virtualität ab, wenn ich die Wahl habe. Das Medium, das am wenigsten reichhaltig ist, ist die E-Mail. Die ist rein textbasiert, gefolgt vom Telefonat, gefolgt von der Videokonferenz, gefolgt vom persönlichen Meeting, wo wir auch die nonverbalen Signale mit haben. Und wir wissen zum Beispiel heute, dass wenn es darum geht, Ideen zu generieren, möglichst viele und gute Ideen zu generieren, die E-Mail das Mittel der Wahl ist. Das ist nicht etwa eine Videokonferenz oder ein persönliches Meeting, weil dann habe ich Gruppendruck, dann habe ich Bewertungsangst, dann trauen sich Introvertierte nicht. Das heißt, wenn ich ein Interesse habe, möglichst viele und gute Ideen zu bekommen, ist die erste Abfrage erfolgt über E-Mail, die erste Sammlung. Und die Message an der Stelle ist einfach, treffen Sie eine aufgaben- und anlassbezogene Entscheidung hinsichtlich des einzusetzenden Mediums. Wenn Austausch im Vordergrund steht und Vernetzung, dann wähle ich ein möglichst reichhaltiges Medium, Videokonferenz oder wenn möglich ein Präsenzmeeting. Und in dem Zusammenhang auch, achten Sie auf einen gesunden Medienmix, auf eine Balance. Es ist erschöpfend, den ganzen Tag in synchroner Kommunikation mit Bildübertragung zu sein. Sich dann auch noch selber sehen zu müssen. Sich permanent darstellen zu müssen. Und das gilt es unbedingt zu vermeiden. Das heißt, hier ist auch die Frage relevant, wo kann ich als Führungskraft vielleicht auch mal zum Telefonhörer greifen? Wo brauche ich jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Bildübertragung? Aber wenn ich dann die Videokonferenz wähle, dann ist auch die Erwartungshaltung, dass alle die Kameras einschalten. Dann nutze ich das Medium auch so, wie es angedacht ist. Na, und das ist der dritte Punkt, neben dieser Glühbirne, der Verhaltenskodex. Also ein geteiltes Verständnis im Team oder im Unternehmen, wann welches Medium wie genutzt wird. Wir haben vor langer Zeit angefangen, mit E-Mails zu arbeiten und das hat sich in eine gruselige Richtung entwickelt. Ich beobachte da ganz viel, also eine Unkultur, die da entstanden ist, ne? Dass Leute reinkopiert werden, weil andere sich absichern wollen, dass Betreffzeilen nicht klar formuliert sind, dass man einfach überflutet wird mit Informationen. Wie viele haben mir schon gesagt, ich lese meine E-Mails gar nicht mehr so richtig. Ich habe hunderte ungelesene E-Mails in meinem Posteingang. Und hier bleibt zu hoffen, dass wir das in der Zukunft besser hinkriegen und dass wir auch das Medium Videokonferenz, das ja jetzt noch relativ neu ist, dass wir das bewusster und besser nutzen, als wir das mit der E-Mail gemacht haben bis jetzt.